Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag. Ja, genau. Donnerstag ist heute. Oh Mann, echt schon wieder Donnerstag. Ja, was machen wir heute? Ja, wir gucken erstmal wieder rein, ne? Gestern war Mittwoch, ID Reset. Heute ist der 26. ID Reset und ja, wie lief's gestern? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir lief es gestern jetzt nicht so berauschend. Es war nicht so viel drin zum Verkaufen. Die Preise sind nicht schön angestiegen. Zumindest nur ja, bei ganz wenigen Items war es so ein Preisanstieg. Gestern, ich konnte echt wenig verkaufen. Ich konnte mich gestern nochmal eindecken mit Flask auf der Qualitätsstufe Gold. Da habe ich jetzt echt ziemlich viele. Bin sie aber nicht losgeworden, weil am Nachmittag, am Abend die Preise eher nochmal gesunken sind, bei den Flask zumindest. Und auch bei der Vantus-Rune auch, ja, zumindest auf der Qualitätsstufe Gold. Ich logge jetzt erst einmal ein hier, ja, mit meinem Haupttrader und mache dabei schnell mal meine Liste hier in meinem Kassenbuch. Und auf der Qualitätsstufe Silber und Bronze hatte ja ich gehofft, dass ich gestern noch ein paar Flask nachkaufen kann, weil die jetzt permanent teuer drin waren, aber es war echt nichts drin. Also die Flask waren immer noch teuer und ich habe halt nichts. Ja, deswegen ging gestern nicht so arg viel, muss ich sagen. Goldstand ist auch sehr niedrig, wie ihr seht. Vor allem hier mit diesem Char, mit dem Haupttrader, hatte ich ziemlich viel ausgegeben, da ja auch die Items auf Qualitätsstufe Gold einiges kosten. Ja, das ist hier, der Char heißt hier Sommerblatt, also hier ganz unten der. Ich habe mir ein bisschen was von meinem Jäger, der heißt hier Opalia, der hatte hier am meisten Gold noch, ja, weil der ziemlich viel eingenommen hat in der letzten ID, Mittwoch und vor allem Donnerstag, habe ich ein bisschen was rübergeschubst an Gold. Also das ist ja wirklich immer gut, dass man das Gold zwischen den Chars hin und her schubsen kann. Was ich jetzt finde, was mir aufgefallen ist, was ich echt cool finde, ein Feature, dass man zum Beispiel, man geht jetzt hier hin, ja, und will hier reparieren, okay? Dann kann man ja hier zum Beispiel auch aus der Gildenbank reparieren und vielleicht auch aus der Kriegsmeutenbank, ich weiß nicht, weil hier jetzt noch ein neues Symbol ist, ich habe gerade nichts zum Reparieren. Und das fände ich sehr praktisch, muss ich sagen, wenn man das irgendwie beim Einkaufen auch so machen könnte. Ja, dass man jetzt sagt, hier, man will hier was kaufen und man bezahlt es aber aus der Gilden- oder Kriegsmeutenbank, dann muss man nicht dauernd das Geld hin und her schubsen, weil das kostet auch immer ein bisschen Zeit und man muss erst einmal in die Bank wieder laufen. Also hier ist ja wurscht, weil hier habe ich ja alles, wobei da muss ich auch ein Stückchen darüber laufen. Aber wenn ich jetzt an einem anderen Standort stehe, muss ich dann immer erst zur Bank rüberlaufen, dann ist der Deal vielleicht schon weg, wisst ihr, ich meine. Also das wäre echt mega praktisch, finde ich. So, mal ein Vorschlag an Blizzard, dass man aus der Gildenbank und aus der Kriegsmeutenbank bezahlen könnte, als man generell nur noch ein Konto hätte, das sich alle Chars miteinander teilt, dann muss man halt immer das Gold hin und her schubsen. Ja, das wäre sehr praktisch, finde ich. Was sagt ihr dazu? Jetzt schauen wir mal die Einnahmen von gestern. Ja, ihr seht es hier auch, ja, fast nichts. 2060 Gold, also es ging wirklich gestern kaum irgendwas zum Verkaufen. Hier Fassbier war mal kurz ein bisschen teurer drin, ja, das ging mal kurz, aber auch, ja, ging so. Der Reparaturhammer war auch mal kurz ein bisschen teurer, da habe ich ein paar verkauft, das war ziemlich schnell wieder abgesunken. Dann habe ich gestern wieder einen Mega-Deal gemacht, und zwar habe ich Dunkelmond Feuerwasser schon wieder einkaufen können für 199 Gold und dann wieder verkauft für 800, also das Ding ist wirklich mega, ja, das ist echt ein super Tipp gewesen. Da hatte ich nämlich schon keine mehr und jetzt wieder ein paar nachgekauft, also genauso wie der spektrale Grog, so ein unabhängiges Item, voll gut, bin begeistert. Naja, okay, also die Einnahmen sind sehr wenig, ja, dann habe ich vorhin noch ein paar Flask rausgekauft, weil die nochmal günstiger waren, also das ist echt krass, dass die Preise jetzt nochmal günstiger sind. Gestern, es ging wirklich nichts, nicht schön angestiegen, ich hoffe jetzt wirklich, dass heute die Preise ansteigen, also Donnerstag, es verlagert sich echt so ein bisschen.
Donnerstag ist teilweise echt besser im Moment als Mittwoch zum Verkaufen. Ja, was halt vielleicht, wie gesagt, echt daran liegt, dass, also das ist ja eigentlich nur der zweitmeistbesuchteste Raid-Tag und Mittwoch müsste eigentlich besser gehen. Aber ich sag mal so, wenn die ganzen Verkäufer alles Zeug schon am Mittwoch reinhauen und dann halt auch die Preise immer weiter sinken, weil so viel Angebot da ist und die Leute kaufen schon alles raus, ist vielleicht am Donnerstag einfach nicht mehr so viel da, weil schon alles weg ist und man erst nachcraften muss. Deswegen kann es halt sein, dass deswegen die Preise Donnerstag ansteigen, ja. Also ich hoffe jedenfalls, dass heute Abend was geht. Ich hoffe auch, dass ich heute Abend um 6 Uhr, also um 18 Uhr, was halt so unsere Verkaufszeit wirklich ist, 18 bis 19 Uhr, nochmal eine enger eingegrenzt, 18 bis 18:40, 35 ungefähr, das ist so wirklich die allerengste Hauptverkaufszeit. Kernzeit, dass da ich heute auch Zeit habe, mich da ein bisschen hinzusetzen. Ich meine, es ist ja echt nur eine Dreiviertelstunde, die man da mal sitzen muss, darf, kann, soll. Ja. Oder halt eine halbe zumindest. Naja, gucken wir mal. Ich nehme mal die gekauften Sachen raus. Da werde ich jetzt dann auch nochmal und die verkauften mal reinschauen. Wenn wir jetzt ins Auktionshaus gehen, mal in den ins TSM auch zeitgleich mit reingucken. Hä, was mache ich denn? Nein, ich will nicht in die Gildenbank, ich will hier ins Auktionshaus. Ja, hier Vielseitigkeit ist nochmal günstiger. Jetzt gerade eingekauft für 3,9. Ja, da senke ich wieder meine Einkaufspreise. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich kann nichts mehr kaufen. Das ist so nervig, echt. Drei Stück. Ah, ich kann nur noch zwei kaufen. Oh, und schon ist rum ums Eck, da war ich wieder. Schaut, und das meine ich, ja, ich war jetzt wieder zu langsam, weil ich nicht genug Gold habe und hin und her. Jetzt muss ich in die Kriegsmeutenbank gehen und hier wieder was rausnehmen. Ja, da kann ich gleich alles nehmen, weil mit dem Char brauche ich eh das meiste Gold, weil hier die Sachen halt am teuersten sind. Und würde man sich jetzt so eine Brieftasche irgendwie teilen mit den ganzen Chars, das wäre halt echt praktisch, weil dann hätte ich jetzt das Problem nicht gehabt, ja. Das wäre wirklich sehr praktisch, finde ich. Gut, also ich gucke jetzt auch noch mal ein bisschen was nach, wo ich weiß, da habe ich jetzt was nachgekauft, dass ich auch die aktuellen Preise habe, ja, um, ne, einfach zu schauen, wie, wo kann ich schon verkaufen. Also schauen wir mal durch. Der algarische Heiltrank ist auf 300. Ich glaube, da bin ich auf knapp drüber. Ja, 318. Bisschen muss ich noch die Einkaufspreise senken, aber ja, im Moment kann ich da nichts nachkaufen. Der Mana-Trank, da bin ich noch höher mit meinen Einkaufspreisen. 574, also es ist echt krass, wie die zwei Items im Preis sinken, vor allem der Mana-Trank. Hier muss ich auch mal noch nachkaufen, wenn ich mehr Gold wieder habe. Automatikhammer ist wieder gesunken jetzt, den habe ich gestern noch verkauft für 170, heute ist schon wieder gesunken auf 140. Ja, hier hat wieder jemand einen krassen Preissprung gemacht. Hier sehen wir die Preisentwicklung auch, also da bin ich jetzt gerade halt einfach raus und warte ab, weil ich ja nicht mehr so arg viele habe. Da kann man einfach abwarten, bis es wieder steigt. Dunkelmond, Feuerwasser. Ja, da schauen wir jetzt mal nach, weil da habe ich ja noch ein bisschen was nachgekauft. Meine Durchschnittseinkaufspreise nochmal gesenkt von 414 auf 381 Gold, weil das war wirklich gestern sehr günstig. Und dann sind wir, also es war wieder eins und Schnäppchen halt, ne? 18 Stück drin für billig oder 19 oder wie auch immer. Habe, glaube ich, schon zwei, drei verkauft. Ja, und jetzt direkt wieder rein, ja. Schaut euch mal diese Preise an. Hier habe ich gestern eingekauft, die paar da. Das war richtig gut. Da stelle ich gleich wieder zwei rein. Die gehen immer ziemlich schnell raus. Dann haben wir das Fassbier. Da muss ich auch mal schnell nachschauen. Da kann ich, glaube ich, ein bisschen was verkaufen. Aber ich habe nicht mehr so viel. 29 Stück. Durchschnittseinkaufspreis 358. Der ist ein bisschen gestiegen. Da musste ich ein bisschen teurer jetzt einkaufen. Kann aber trotzdem jetzt verkaufen. Wobei das unter meinem Durchschnittsverkaufspreis ist. Der liegt nämlich bei über 700. Aber kann halt auch sein, einfach, dass die Preise mittlerweile generell schon wieder ein bisschen sinken. Wie man ja auch hier in der Preisentwicklung sieht. Das letzte Mal, dass es höher war halt hier am 14. September, ist schon eine Weile her, auf über 800. Also ich denke, ja, da verkaufe ich jetzt schon. Zu dem Preis mache ich trotzdem ja einen schönen Gewinn.
Tu mal eins rein und schaust, gekauft wird. Hier, das ist schon weg, da lege ich gleich wieder eins nach. Also die kann man wirklich sofort wieder verkaufen. Das ist echt der Hammer, das Ding. Ja, das Fest mal. Das ist leider im Preis gestiegen und ich habe nichts. Ja, da habe ich Pech. Da habe ich einfach Pech. Fest mal der Mitternachtsmaskerade. 331, ja, da muss ich schauen, dass ich nachkaufen kann. Dunkelmond, Jahrmarkt, Dingsbums ist schon wieder weg. Dann schauen wir noch gleich das andere nach. 1000, das ist auch immer noch der gleiche Einkaufspreis, weil nichts mehr nachzukaufen war. Hier kann ich halt auch nichts machen. Eingekauft für 1074, na gut, ich sag mal so, da könnte ich jetzt schon verkaufen eigentlich, ja, schon mal in die Preisentwicklung, aber das geht halt schon auch ein bisschen höher noch, also da ich nur 4 habe, kann ich auch mal abwarten einfach. Ja, da fällt mir gerade ein, wir gucken mal nochmal, ob es diese anderen Festmale jetzt mittlerweile gibt. Ne, da gibt es immer noch nichts. Und bei den algarischen Tränken, algarische suchen. Gibt es auch noch nicht diese besseren. Und bei den Dingsbums gemäßigter Trank. Gemäßigter Trank gibt es auch noch nicht. Also es dauert echt ganz schön lang, finde ich, bis es diese besseren da gibt. Hier war gerade ein Schnäppchen drin, aber ich verpasst. Gucken wir weiter. Ja, Dunkelmond, Feuerwasser könnt ihr mal permanent einstellen. Hier seht, geht permanent weg. Also hier ist nichts zu machen. Hier habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Da schaue ich jetzt nochmal, wie die Einkaufspreise sich verändert haben. 4.100. Ja, ein kleines bisschen weniger. Ja, ich meine, wenn man so viel hat schon, dann macht das nicht mehr so viel aus, wenn man da ein bisschen was nachkauft. Schau mal die Meisterschaft auch nach. Da 3.128. Oh, das ist gestiegen. Aber nicht viel, also es ist okay. Aber ihr seht, man kann halt nichts verkaufen. Ja, also da geht einfach nichts. Mich wundert es echt, dass da nichts geht. Aber ich hoffe, wie gesagt, auf heute. Schnelligkeit 3.057. Ja, ist auch ein klein wenig gesunken, mein Einkaufspreis. Auch hier kann ich gar nichts machen, es liegt ja drunter. Ja, da könnte ich noch nachkaufen, nachkaufen ohne Ende, aber ich habe ja schon so viele und ich brauche das Gold auch noch für was anderes. Vielseitigkeit, ja, auch hier seht ihr schon, der Preis ist gerade unter meinem Durchschnittseinkaufspreis. Hier habe ich auch ein bisschen teurer eingekauft als mein Durchschnittseinkaufspreis war, deswegen habe ich hier noch ein paar nachgekauft auch. Ja, aber jetzt ist echt finito, ich habe nichts mehr. Die 35.000 sind ja sofort weg bei solchen Preisen. Kann ich nicht einmal 10 Stück kaufen. Höhlenpaprika sind auch teuer, die waren auch die ganze Zeit über teuer. Das heißt, auch hier konnte ich nichts einkaufen. Ihr seht schon, also hier wäre es einigermaßen noch okay gewesen zu kaufen. Aber so schöne Preise wie 5 Gold oder so, na, ist auch schon wegen her, ne? Ja, da habe ich auch nichts. Dann der gemäßigte Trank. Da muss ich halt auch noch schauen, dass ich da meine Preise drücke, weil die immer noch über dem Preis liegen. Ja, 1232. Also da muss ich noch einiges einkaufen. Aber auch hier, ich habe sehr viele und brauche das Gold für was anderes. Das Imbiss mal, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was mit dem ist. Schauen wir mal, 355, ja, das ist halt auch teuer. Und auch hier habe ich halt einfach, ja, nur noch 4 Stück Imbiss mal. Aber hier liegt halt auch mein mein Durchschnittsverkaufspreis liegt drunter. Sehe ich gerade. Ah ja, dann kann ich doch noch ein bisschen was einstellen. Ich habe halt hier auch nur noch 4. Aber das ist schon ein Top-Preis, wie man sieht, in der letzten Zeit. Also da auf jeden Fall einstellen. Das passt schon. Dann haben wir als nächstes den Reparaturhammer. Der ist jetzt wieder sehr gesunken. Der war gestern mal kurz teuer. Sehen wir hier auch, ja. Also da schwankt es ganz schön hin und her. Deswegen ist es auch ein gutes Item, wenn die Preise so schwanken. Kann man ja immer mal was machen damit, ja. Kriegsgeschmiede. Hä? Ach, kerngeschmiedet. Kern, nicht kriegsgeschmiedet. Das ist was anderes. Kriegsgeschmiedet, das war doch das Gear, was kriegsgeschmiedet war mal. Ist das noch so? Ich weiß nicht.
5,0, also hier habe ich natürlich zu Top-Preisen eingekauft. Da könnte ich schon für 9 verkaufen mit Gewinn machen, aber why? Es macht keinen Sinn. Ich habe ja auch für über 30 verkauft. Die habe ich auch genug. Da warten wir einfach ab, bis es wieder rauf geht. Die Rune hier 1400. Die Rune, da habe ich für 1279 eingekauft. Auch schon schön meine Durchschnittseinkaufspreise gesenkt. Jetzt hier der Preis, der ist halt Solarifari. Also ich würde nicht verkaufen zu dem Preis. Da kann ich ja viel teurer verkaufen für 1600 und drüber. Ja, ist auch nichts zu machen. Irgendwie war auch gestern nichts zu machen. Das Schlummerseelenserum ist auf 300. Wie schaut es denn damit eigentlich aus? 145, mein Durchschnittseinkaufspreis, habe aber nicht mehr so arg viele. Ja, da könnte ich auch mal ein paar einstellen, wobei es unter meinem Durchschnittsverkaufspreis liegt. Ich habe es auch schon für 500 im Schnitt verkauft. Wo haben wir das? Da ist es. Die Preisentwicklung. Es war aber halt lang nicht mehr auf diesem Preis. Ja, letzte Woche Mittwoch war es höher und Donnerstag auch. Kann natürlich sein, es geht heute nochmal hoch. Da würde ich jetzt einfach mal ein paar halt einstellen, aber nicht alle irgendwie rausballern, weil vielleicht geht es doch nochmal rauf. Stellen wir halt mal eins ein und schauen, ob das überhaupt gekauft wird. Da legen wir auch nochmal was nach. Ja, das Dunkelmondfeuerwasser ist direkt schon wieder weg. So, dann haben wir als nächstes der Spektralik Rock. Der ist auch noch bei einem Preis, wo man verkaufen kann auf 211. Das passt schon, ja, für 150. Na, ich schaue hier auch mal. Ich glaube, ich habe schon wieder den Preis ein bisschen gesenkt beim spektralen Grog auch. 142,5. Ne, ja, um 0,3. Also hier habe ich schon so viele gekauft. Ja, da muss man schon etliche einkaufen, dass man hier an den Durchschnittseinkaufspreis noch was macht und noch was sich dreht. Für 211 stelle ich natürlich ein. Ja, deswegen, ich habe einen guten Durchschnittseinkaufspreis, das passt so. Und dann haben wir noch den Sushi-Teller, der ist auch sehr, sehr lange schon teuer drin für um die 1000. Da habe ich auch schon sogar ein paar für 1000 rausgekauft, wie man sieht, weil ich halt nichts mehr hatte, ja, und zumindest ein bisschen was da haben wollte. Aber da brauche ich jetzt natürlich nicht für diesen Preis verkaufen, das macht hier auch keinen Sinn. Also hier muss man, wenn dann halt auch. Nee, das war das falsche. Sushi-Teller abwarten, ob das nochmal ein bisschen hochgeht, aber schaut halt auch schlecht aus, naja. Es geht immer so um die 1000. Also mit dem Item geht im Moment nicht so arg viel, würde ich mal sagen, weil die Preise nicht schön schwanken, sondern es immer ungefähr gleich ist. Ja, hier konnte man noch schön einkaufen, da habe ich auch eingekauft. Ja, auch nichts zu machen hier, finde ich, außer man nimmt halt irgendwie kleinere Gewinne in Kauf. Bin ich aber noch nicht bereit dazu, vor allem weil ich nur 3 Stück habe. Also hier kann ich einfach mal abwarten. Dann haben wir noch die Vantusrune auf 4,5, da 5,4. Da habe ich für 4,6 eingekauft. Schauen wir hier auch nochmal nach. Ja, 4,6. Also könnte ich schon verkaufen mit Gewinn, aber ich weiß halt, dass sie auch noch viel höher raufgehen auf 6.000. Gestern Abend waren sie mal auf 5, irgendwas, ja, 5,9 hier, genau, da habe ich mir noch gedacht, komm, noch ein bisschen hochgehen, dann kann ich verkaufen. Hier war es echt interessant, dass hier am Sonntag und am Montag sogar höher war als heute und gestern, ja, also ich behalte die, ich habe halt nicht so viele, warten wir mal ab und schauen, was passiert. So, da lege ich jetzt nochmal, nee, obwohl Dunkelmond, ich habe nur noch 10, da warte ich jetzt mal, bis es vielleicht nur ein bisschen rauf geht. Nachlegen brauche ich auch nichts, weil ich habe nicht so viel jetzt eigentlich. Also ihr seht, man kann echt wenig machen hier heute. Gestern auch schon nicht. Ich meine, wir haben es jetzt halt in der Früh. Da sind die Preise generell niedriger. Wir können jetzt mal abwarten. Ich hoffe einfach, dass heute Abend und heute Nachmittag vielleicht schon was geht und ich endlich wieder was verkaufen kann. Vor allem von den Flask habe ich jetzt ja ziemlich viel. Also da liegt viel Gold drin. Naja, warten wir mal ab und schauen wir mal. Hier seht ihr, ich habe ziemlich viel von manchen Items und die, die jetzt gehen würden, habe ich nichts. Ja, das ist wieder typisch. Naja, okay, das passt schon. Dann schaue ich mal, habe ich noch was gekauft? Nee, habe nichts gekauft. Gut, dann loggen wir aus und wir gehen auf den nächsten Chart. Das ist mein Todesritter mit den Handwerkswaren noch. Da ging gestern ein bisschen was sogar. Ich konnte ein bisschen was kaufen.
und auch ein bisschen was verkaufen. Und ich habe gerade vorhin auch schon mal kurz reingeguckt. Die Handwerkswaren sind teilweise sehr teuer. Also die sind im Preis angestiegen. Das kommt mir natürlich gelegen, weil ich habe da einiges. Der Jar hier, der hat ganz gut eingekauft eigentlich. Da schauen wir mal, wie viel der heute so drin hat. Also es darf wirklich mal ein bisschen Gold hier rumkommen, ja. Gehen wir erstmal im Briefkasten gucken, weil wie ihr seht, ja, es schaut mau aus heute. Nur noch 167.000. Damit kann man keine großen Sprünge machen. Ja, also hier seht ihr, da habe ich vorhin schon ein bisschen was eingekauft heute früh, was ein bisschen günstig war. Hier habe ich ein bisschen das mitgebracht. Grabbeltisch, Wühltisch, Schnäppchenmarkt, Ramschmarkt, Spiel gespielt und habe ein bisschen was ergattert. Ja, das ist auch schon wieder am Start. Hier mit Myko, Pracht, Bismut und Eisenklauenerz. Eisenklauenerz ist heute übrigens extrem teuer. Da habe ich vorhin schon ein bisschen was verkauft. Hier seht ihr, was ich gestern so verkauft habe. Der Nullstein, der war gestern richtig teuer. Ja, hier habe ich nochmal einen hinterher verkauft. Das war wirklich mega gut. Der habe ich schöne Schnäppchen ergattert für 4,5 eingekauft, ein paar. Ich glaube, ich habe 5 Stück nur gekauft. Da hätte ich mehr kaufen können, hatte aber nicht mehr so viel Gold. Also, das ist echt eine super Sache hier, ja. Wenn die günstig sind, einkaufen und die steigen auch wieder rauf. Ja, hier seht ihr, was ich verkauft habe. So alles ein bisschen so. 24.000, ja, der hat wenigstens ein paar bessere Einnahmen. Ja, 24.263, das passt. Das ist halt das Schöne, wenn man das mit mehreren Chars macht und auch wirklich ein bisschen verschiedene Sachen, diese 3 Qualitätsstufen nimmt und dann halt auch noch anderes Buff-Food mit dazu und nicht nur das eigene, was man selber benutzen wird und noch andere Flasken dazu und so. Ja, und auch ein bisschen noch rumschaut, was gibt es noch so, was man irgendwie gut traden kann, diese Side-Items, wie jetzt halt dieses Dunkelmond, Feuerwasser und der spektrale Grog. Dann hat man halt immer irgendwie einen Chart zumindest dabei, der ein bisschen bessere Einnahmen hat, was jetzt im Moment der ist. Mal schauen, wie viel die anderen noch haben. Also das ist schon gut, ja. Sonst hätte ich ja mit dem Haupttrader heute ja fast gar nichts. Also das wird mich schon ein bisschen frustrieren, okay? Ja, machen wir weiter. Mal kurz meine Zettel hier sortieren. Also wir nehmen hier mal die gekauften Sachen raus und die verkauften Sachen. Jetzt hat er auch wieder über 30.000 Gold. Das passt, das braucht er auch, um wieder halt Zeug rauszukaufen. Ich finde übrigens der Todesritter, der springt so witzig. Finde ich voll lustig. So, und wir schauen auch hier rein. Und auch hier nehmen wir dabei TSM noch dazu, damit wir hier ein bisschen Preise nachschauen können, was ich jetzt noch dazu eingekauft habe. So, dann schauen wir mal hier, dieser Eintopf, ja, der gammelt auch irgendwie schon ewig auf diesem Preis rum. Also da kann ich nichts einkaufen und zum Verkaufen ist man es irgendwie auch zu billig jetzt. Er ist schon ewig dieselben Preise, wie ihr seht. Hier war mal kurz ein Schnäppchen drin. Ja, das war aber nur so ein bisschen, nee, Quatsch, kein Schnäppchen, Blödsinn. Hier war es ein bisschen teurer, aber das ist nichts Gescheites irgendwie, ja. Also hier geht im Moment nicht wirklich was. Keine schöne Preisbewegung drin. Also ich könnte schon verkaufen jetzt. Ja, ich habe für 100, ja, für knapp, für genau 100 Gold weniger eingekauft. Aber ich habe halt nur noch 2. Also, Bismut ist auf. Ah, das war gerade. Das ist schon wieder weg. Für 200 hätte ich ein bisschen gekauft, weil das mein Durchschnittseinkaufspreis ist. Aber ja, nichts mehr da. Gucken wir mal auch mal die Einkaufspreise nach. Bismut auf der Stufe Gold. Ah, ich habe schon wieder ein bisschen gesenkt auf 199,5 von 200,5 runter. Das ja ist jetzt nicht die Welt, aber jeder Cent zählt, ja. Jedes Stück Kupferstück zählt. Dann haben wir hier den brutzelnden Honigbraten. Da muss ich jetzt auch mal nachgucken. Da weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie es da ausschaut. 148 ist hier mein Durchschnittseinkaufspreis. Der ist ein bisschen gestiegen, aber nicht viel, nur ein paar Stück Gold. Ja, da könnte ich verkaufen. Habe jetzt aber auch nicht so arg viele. Schauen wir mal. Ich habe schon gestern ein paar verkauft, wobei das schon ein Toppreis ist. Also hier ist ein Preis, der noch, ja, da ist auch noch ein bisschen höher. Nee, dann behalten wir es. Ist nicht mehr so arg viel.
Ja, würde es schon Gewinn geben, aber warum verkaufen, wenn es später noch besser ist? Eisenklauen, Erz. Oh, das ist gesunken. Ach nee, das ist nur wieder das Schnäppchenspiel. Okay, dann passt's. Das ist auf 49 Gold und ich habe es gekauft für 33 Gold. Also da stelle ich natürlich ein, ja. Wie viel habe ich davon? 129 Stück, das ist sehr gut. Hier seht ihr, eingekauft für 33,8. Da stelle ich selbstverständlich ein. Hier ist gerade wieder das Schnäppchenspiel, ja, wie ihr sehen könnt. Kann man ein bisschen mitmachen, wenn man Lust hat. Ich stelle hier zu dem Preis ein, weil das wird eh gleich schnell rausgekauft und stelle mal 5 Stück ein. Ja, können wir mal gucken, ob wir ein bisschen beim Schnäppchenspiel mitmachen können. Ah, ich habe was ergattert. Sehr gut. Können wir mal ein bisschen mitmachen hier, ja? Da ist wieder. Yeah, mal kurz halte ich das aus. Mal kurz, aber nicht lang, da nervt es mich schon. Ja, da haben wir wieder was. So. Ja, derjenige ärgert sich bestimmt, dass ich jetzt hier alles wegkaufe, aber mei. So ist es halt, ne? Ah. Funktioniert gut heute. Vielleicht hat er noch nicht so viel Kaffee getrunken heute und deswegen langsam und ich habe schon 2 Stück getrunken, ich bin schneller. Ja, klappt ganz gut. Ist halt ein bisschen nervig und mühselig, weil es ja immer nur eins ist, ja. Ah, der ist langsam heute, der gute Freund. Musst du mehr Kaffee trinken, vielleicht? Okay, ich glaube, jetzt reicht's. Ja, keine Lust mehr. Dann haben wir hier, ja, Fremdlingsproviant zeigt sich ja an im Dealfinder. Das ist tatsächlich ein bisschen günstiger, als ich auch eingekauft habe. Ich habe vorhin schon ein paar noch nachgekauft. 545 ist jetzt mein Durchschnittseinkaufspreis. Dann habe ich schon gedrückt um 10 Gold. Da kann ich noch ein paar nehmen. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Gold übrig. Da nehmen wir noch mal ein paar. Wie viele nehmen wir denn? 15 Stück? Oh, nee, das sind jetzt zu viel. Nehmen wir mal 10. So. Und dann haben wir den glänzenden Kristall. Da muss ich auch kurz schauen. Da weiß ich jetzt gerade nicht, bei welchem Preis ich gerade bin. 814. Aha. Also seht ihr, hier habe ich so schön die Preise immer weiter runtergedrückt. Ja, ich habe schon den ersten gekauft für 1000 Gold und dann immer wieder nachgekauft für immer günstiger, wie ihr seht. Immer wenn ich gesehen habe, oh, das ist günstiger als mein Durchschnittseinkaufspreis. Ja, dann habe ich immer ein paar nachgekauft, so viel halt ging. Und jetzt kann ich schon fast wieder verkaufen. Also der steigt hier auch ein bisschen noch an, ja. Der war hier auch schon ein wenig teurer drin. Ich habe auch schon ein paar verkauft, wie ihr seht, für 900 im Schnitt. Und hier kann man auch in der Preisentwicklung nachschauen. Ja, hier war es zum Beispiel sehr gut zum Verkaufen. Also da geht jetzt auch schon was. Hier muss ich noch ein bisschen warten. Noch ist zu günstig. Mykopracht, Schnäppchenmarkt. Können wir auch mal kurz machen. Ja, jetzt war ich, glaube ich, zu langsam. Ja, das war zu langsam jetzt. Jetzt habe ich eins erwischt. Ach, sehr nervig, echt. Das mag ich gar nicht, aber naja, mal kurz. Ein paar Schnäppchen abgreifen. Einmal noch, dann reicht es mir. Komm. So, jetzt langt's. Gut, dann haben wir jetzt den Kaiserinnenabschied auf 418. Da bin ich bei 345. Ich schaue nochmal. Nein, nicht Kasi, sondern Kaiser. Kaiserinnenabschied. 336. Nochmal günstiger. Nochmal Preise gesenkt, das habe ich echt gut gemacht. Da habe ich jetzt auch schon 150 knapp. Ihr seht hier es auch, ja, immer günstiger eingekauft und eins auch schon verkauft für 400 irgendwas. Da stelle ich jetzt auch ein. Ja, das ist ein guter Preis. 20 Gold gehen mir weg an Provision. Das heißt, ich verkaufe 400 ungefähr. Und da habe ich dann mit meinen Durchschnittseinkaufspreisen ja 60 Gold Gewinn pro Stück circa. Das passt, ja, da kann ich einstellen. Hier sehen wir auch die Preisentwicklung und sehen, dass es ein ganz guter Preis ist. Ein bisschen was geht noch. Letzte Woche Mittwoch war es teurer. Ich habe aber genug, also kann ich ruhig mal ein paar reintun. Ich tue mal 2 rein und schaue, ob es überhaupt jetzt um die Uhrzeit gekauft wird. Dann gehen wir weiter. Der Dietrich, der ist jetzt wieder ziemlich im Preis gesunken.
Da kann ich, glaube ich, jetzt gerade nichts verkaufen. Habe aber schon ziemlich viele verkauft. Ja, 289 ist da mein Einkaufspreis. Da kann ich jetzt natürlich nichts verkaufen gerade. Das macht aber nichts. Und auch hier habe ich die Preise sehr gesenkt. Schaut, ich habe halt nee, das ist Verkauf für 400 das teuerste mal eingekauft. Und schon sehr schön die Preise gesenkt. Ja, hier seht ihr meinen Durchschnittsverkaufspreis. Der ist auch schon ganz nett. Und jetzt kann man hier halt nichts kaufen. Jetzt warten wir einfach. Mirko Pracht auf 38, die habe ich für 32 eingekauft. Ich habe hier auch ziemlich viele. Da könnte ich auch mal ein paar verkaufen. Ja, hier ist wieder Schnäppchenspiel. Ja, kann man mal ein bisschen was einstellen. Da geht halt ungefähr 2 Gold weg von der Provision, als Provision für 32 eingekauft. Wobei ich kann noch mal schnell die Durchschnittseinkaufspreise kurz nachgucken. Ja, 32,3 eingekauft. Im Schnitt nichts verkauft noch. Echt jetzt, habe ich echt noch gar nichts verkauft. Dann 2 Gold gehen noch weg. 36 mache ich 4 Gold Gewinn pro Stück. Ist jetzt nicht der Oberkracher. Ja, aber das lasse ich jetzt. Ich stelle hier für den Preis ein. Kann man schon mal ein paar verkaufen. Ich habe ja echt sehr viele, ja. Gut, als nächstes kommt das Risotto hier. Das ist 170, ist nicht so toll zum Verkaufen. Wo ist denn das Risotto da? Eingekauft für 98, also auch hier könnte ich schon verkaufen. Hab 120 Stück circa, aber hier weiß ich halt auch, dass es sehr viel teurer weggeht. Durchschnittspreis ist 171, habe aber auch schon für über 200 verkauft. Da kann man mal abwarten einfach, ja. Muss man jetzt nicht rausballern, das Ding. Preisentwicklung, also hier gestern war es auch teurer drin. Ich glaube, ich habe auch ein paar eingestellt gehabt und am Sonntag war es mal richtig teuer. Da warten wir einfach mal ab. Ich muss ja nicht unbedingt verkaufen. Ich kriege schon das Gold irgendwo her. Natürlich, wenn man nie was verkauft, weil man immer auf bessere Preise wartet, dann macht man natürlich gar keine Einnahmen und dann kann man irgendwann auch nichts mehr nachkaufen. Und dann hat man irgendwann nichts mehr zu tun. Also ein bisschen sollte man da schon gucken. Wenn man jetzt wirklich nur noch sehr wenig Gold hat, hätte ich jetzt nur noch 5000 Gold oder so, dann würde ich jetzt schon ein paar verkaufen, weil ich ja auch doch recht viele habe, dass einfach wieder ein bisschen Cash rumkommt. Ja, aber so im Moment muss ich nichts verkaufen. Die Narrentafel ist auf 500. Die habe ich, glaube ich, gekauft für 5, auch für 500 im Schnitt, so ungefähr. 506 Gold. Das liegt jetzt ein bisschen drunter. Habe ich schon was verkauft? Nein, noch nichts. Das war auch schon drin für über 600 und auch schon mal für über 900. Wie viel habe ich denn da? 34. Ja, da würde ich jetzt mal ein paar noch nachkaufen, weil es schon sehr günstig ist, mal 10 Stück und die Preise weiter runter zu drücken. Dann haben wir als nächstes den Null Lotus. Der hat heute auch einen Preis, der zu günstig zum Verkaufen ist. Ich habe für 100, 212, genau, für 212 habe ich eingekauft. Verkauft im Schnitt für 235, ist jetzt auch kein mega toller. Keine mega tolle Preisdifferenz, also kein super Gewinn. Da ist schon 5% ab, ja. Also das war dann schon ein bisschen für teurer drin gestanden. Ja, ich sag mal so, da brauche ich jetzt auch nichts machen. Da warte mal einfach ab, was passiert. Der Nullstein ist auf 6100. Der ist wieder sehr teuer heute, ja. Da habe ich gestern auch ein paar verkauft. Das können wir auch hier gleich mal nachgucken. Der Nullstein eingekauft für 4,5 im Schnitt. Also da habe ich mal 4 Stück ergattert, die ein bisschen günstiger waren vor 2 Tagen. Ja. Und dann habe ich hier 2 verkauft für 5,5 und 1 nochmal für 5,8. Also das ist schon sehr gut. Und jetzt im Moment ist es noch besser, aber ich habe jetzt nichts mehr. Deswegen muss ich wieder auf Schnäppchen warten. Aber das hat sich schon rentiert hier mit diesem Nullstein. Dann haben wir den schimmernden Splitter. Da muss ich auch nachschauen. Schimmernder Splitter auf Gold. Schimmernder Splitter. Einkauf für 303. Ja. Jetzt kostet der 409. Ah ja, da stelle ich mal ein. Da habe ich 5 Stück. Ist nicht so arg viel.
Also nur eins. Die gehen auch immer sehr schnell raus für gewöhnlich. Mal gucken, ob es jetzt um die Uhrzeit auch weggeht. Dann habe ich den sonnenlosen Panzer. Ah ja, und schon ist er weg, ja, schimmernder Splitter. Da kann ich auch rausballern, vielleicht zwei aufheben, falls der Preis nochmal raufgeht. Ansonsten hat es schon einen guten Verkaufspreis. Sonnenloser Panzer. Da lege ich ein bisschen drunter, glaube ich. Acht, ja, nee, drüber. 836. Da kaufe ich jetzt aber nichts, weil der geht auch mal unter 800 runter. Da muss ich jetzt nicht für den Preis einkaufen. Also hier gilt auch einfach abwarten. Dann haben wir den Sturmstab. Der ist auch ziemlich teuer drin, glaube ich. Einkauf für 228. Wobei ich da jetzt mal ein wenig teurer einkaufen muss, wahrscheinlich. 412. Ja, oh ja, das ist ein super Verkaufspreis, ja. Der ist richtig gut. 412, damit kann ich meine Verkaufspreise nach oben schubsen. Ich habe leider nur noch zwei und dann muss ich in der Zukunft ein bisschen teurer auch einkaufen, weil sonst kann ich hier einfach nur mitmachen, ja. 412 ist ein richtig guter Verkaufspreis. So, dann haben wir noch die Verträge. Auch hier sage ich einfach, ist immer noch einfach viel zu teuer. Die Preise von den Verträgen waren ja gestern extrem hoch, heute sind die wieder gesunken. Vor allem die zwei hier, die sind jetzt wieder um die Hälfte gesunken im Preis im Vergleich zu gestern. Ja, also, und die anderen sind auch ein bisschen gesunken. Das ist wirklich krass, dass die steigen am Mittwoch einfach richtig rauf im Preis. Ja, das ist echt der Hammer. Die auf Silber sind auch ordentlich raufgestiegen. Nur die auf Bronze sind gestern nicht gestiegen. Die sind interessanterweise erst gestern Abend angestiegen. Da habe ich dann noch ein paar reingeschmissen, ja. Also da konnte ich sogar gestern früh noch ein paar rauskaufen. So, hier sehen wir jetzt, ja, glaube ich, schnell noch ein Eisenklauenerz schon verkauft. Und hier habe ich wieder einiges eingekauft jetzt. 13.000 Einnahmen, 13,5, vorhin waren es, habe ich rausgeholt, 24. Das wird gegengerechnet, also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ich jetzt wieder ausgegeben habe, 11.000 ungefähr. Ich nehme die gekauften Sachen raus und das lasse ich drin. Hier ploppt nochmal Eisenklauenerz nach. Das zähle ich dann wieder morgen in die Einnahmen mit rein. Ja, das machen wir dann ja morgen wieder live auf Twitch im Livestream. So, der Char ist fertig. Dann kommt der nächste. Der nächste Char ist mein Jäger mit den Items auf der Qualitätsstufe Silber. Da bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, damit mit dem Char und mit auf Bronze habe ich heute noch gar nicht reingeguckt. Ja, da habe ich keine Ahnung jetzt, was da heute geht. Ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, was ich da gestern gemacht habe. Keine Ahnung. Doch auf Bronze weiß ich, dass ich Verträge noch reingestellt habe, weil die gestern Abend dann auf einmal teuer waren, sogar extrem teuer teilweise. Ja, schauen wir uns auch gleich noch an. Gucken wir erstmal hier. So, hier ist ziemlich viel los in meinem Briefkasten, weil hier auch noch das Nebengeschäft mit den Pets und mit den Rezepten ist. Ja, deswegen ist hier immer einiges los im Briefkasten. Mal ein bisschen schnell sortieren da, das Zeug. Ja, ich nehme erstmal die abgelaufenen Sachen raus. Hier 11.770 Einnahmen, also das ist auch ganz okay. Ja, wie gesagt, gestern war insgesamt wenig zu machen. Wenn ich mal schaue, letzte Woche, die Verkäufe von Mittwoch, da hatte ich viel mehr. Der Haupttrader hatte heute nur 2.000 Gold drin und letzte Woche 71.000. Dieser Char hatte letzte Woche 158.000. Ja, also letzte Woche lief sehr viel besser, aber das liegt halt wahrscheinlich auch daran, dass halt letzte Woche einfach nochmal so ein Sonderevent war. Ich meine, da hat einfach mal der zweite Red-Flügel aufgemacht und der Mythisch Raid und diese Woche haben wir halt nur den dritten Red-Flügel offen und sonst nichts. Okay, aber ist halt einfach so. Also, hier haben wir auch ein bisschen was. Das passt schon. Und ein bisschen was auch eingekauft. Ja, was ist das denn? Ach so, abgebrochene war das. Ja, eingekauft. Hier Heiltränke waren recht günstig. Eisenklauenerz, da habe ich beim Schnäppchenspiel ein bisschen mitgespielt. Habe auch wieder ein bisschen was ergattert. Nehmen wir die gekauften Sachen auch raus. Und dann verkauft ja Verträge, weil die waren ja gestern teuer, ne, habe ich ja gerade schon gesagt. Auf Gold und auf Silber auch. Und hier noch ein bisschen, ah ja, eins von diesen Rezepten, die ich noch nebenbei trade, die gehen auch immer ab und zu, ist auch immer da was dabei.
Da bei den Sachen mit den Rezepten und den Pads ist halt der Vorteil, dass man hier kaum Invest hat. Ja, das kriegt man sehr, sehr günstig beim ganz normalen Händler und es ist auch nicht kompliziert. Es braucht überhaupt keine Voraussetzungen, das Zeug einzukaufen. Und deswegen ist es auch ganz gut von Anfang, wenn man halt anfangen möchte mit Traden und hat noch kaum Gold, ja, wenn man nichts hat zum Investieren. Ich meine, ich hatte jetzt 1,6 Millionen, was ich hier hatte, um zum Investieren am Anfang, ja. Und wenn man nichts hat, dann kann man nicht schön, dann kann man nichts auf Gold irgendwie Flask kaufen für 5000 Gold. Ja, wenn man nichts hat. Und dann kann man hiermit anfangen, mit den Rezepten und den Pads, weil die kosten wirklich nur ein paar Silber im Einkauf. Wenn euch das interessiert, da könnt ihr in die Playlist Goldfarmen mit dem Verkauf von Rezepten und Pads nachschauen. Da sage ich euch, was ich da alles trade, auf Horde und auf alle Seite und wo es das alles gibt, ja. Okay, also die Sachen haben sich verkauft, das ist auch ganz gut. Und dann gehen wir hier ins Auktionshaus auch rein. Wie viel Gold habe ich denn jetzt noch? Ja, das langt. Hoffe ich. Es muss langen. So, dann schauen wir auch hier nochmal ein bisschen Preis hin. Auch der Dealfinder sagt mir gerade, glänzender Kristall ist im Angebot. 64. Da muss ich erstmal schauen, wie viel ich da ausgegeben habe. 87. Ja, der ist tatsächlich günstig. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt nachkaufen soll gerade. Weil ich halt schon ein bisschen gucken muss aufs Gold. Ich habe hier halt auch sehr viele, ja. Naja, nehmen wir halt mal 5 oder so. Ja, wohl. Nehmen wir mal 15. Geht schon. Ach, nehmen wir 20. So, passt schon. Okay, reicht. Glänzender Kristall. 87. Ja, da habe ich auch schon die Preise schon schön gedrückt, wie ihr seht, ja. Hier von 160 runter auf 87. So, gehen wir es der Reihe nach durch. Der Heiltrank, das ist mein Durchschnittseinkaufspreis. Da hatte ich gestern schon ein paar nachgekauft. Der Mana-Trank ist ein bisschen über meinem Einkaufspreis, aber nur 3 Gold, also braucht man nichts machen. Da habe ich auch noch genug da. Bismut 23, das ist wieder das Schnäppchenspiel, genau, weil das ist der normale Preis. 41 liegt knapp über meinem Einkaufspreis, braucht man nichts machen. Da können wir hier ein bisschen Schnäppchenspiel machen. Beim Eisenklauenerz auch das Schnäppchenspiel. Wie viel habe ich da noch? 61. Da bräuchte ich sogar noch ein paar. Machen wir hier auch mal kurz. War wirklich nur kurz, weil dann nervt es mich, ja. So, und das reicht. Sonst kostet es hier 29. Mein Durchschnittseinkaufspreis ist recht günstig, weil ich da beim Schnäppchenspiel ziemlich viel ergattert habe, nämlich 17,2. Das heißt, ich könnte jetzt hier auch schon einstellen. Ich weiß gerade gar nicht, mein Durchschnittsverkaufspreis liegt bei 22. Das heißt, da tue ich mal ein paar rein. Jetzt aufpassen, dass ihr nicht für den Schnäppchenpreis reinstellt. Ja, das wäre nämlich fatal. Und dann haben wir als nächstes das Fassbier, ist auf 67. Fassbier auf 67. Mein Einkaufspreis liegt bei 47, der lag mal bei 16. Ja, da habe ich sehr, sehr günstig am Anfang eingekauft. Jetzt musste ich teuer einkaufen für 60. Da verkaufe ich jetzt natürlich nichts. Und das Ding, das geht auch rauf über 100 teilweise. Ja, und hier seht ihr die Flask immer noch teuer. Es ist echt krass. Die kosten jetzt schon die ganze Woche lang um die 600 rum. Und ich hatte da ein paar eingekauft für zwischen 3,50 und 4,50. Ja, die habe ich alle verkauft. Das war, wo der Char letzte Woche Donnerstag so viel Gold drin hatte. Also vom Donnerstag die Verkäufe über 100.000 Gold. Ja, und ich konnte nichts nachkaufen, weil ich habe nichts und es gibt auch nichts. Ja, also hier bin ich einfach raus. Der gemäßigte Trank, da hilft nur eins, Geduld haben. Und deswegen mache ich es ja mit mehreren Chars und mehreren Items, damit halt immer irgendwas zu machen ist und man nicht irgendwie mal gar nichts machen kann, weil man halt nichts hat und die Preise einfach nicht runtergehen. Gemäßigter Trank, der liegt jetzt... Der liegt jetzt ein bisschen über meinem Einkaufspreis, ja. Hier würde ich bekommen 14,7 Gold weg, 130 kriege ich raus, eingekauft für 117 mache ich 13 Gold Gewinn pro Stück. Ja gut, ich habe aber nicht mehr viele, das lasse ich. Da warte ich mal ab, der geht schon auch noch weiter rauf vielleicht. Ja, ja, der geht auch auf 150, also lassen wir. Das haben wir gerade schon gemacht, Myko Pracht, da ist auch... Das Schnäppchenmarktspiel, da habe ich aber genug, da brauche ich eigentlich nichts.
Eingekauft für 21, wie es ausschaut. Das heißt, ich könnte ein bisschen verkaufen. Was hat sich denn jetzt gerade verkauft? Ah ja, das Erz. Genau, Mykopracht kann ich auch mal ein paar reinschmeißen. Hier auch aufpassen, dass man nicht zum Schnäppchenpreis reinstellt. Ich nehme mal den hier und stelle mal 10 ein. Und das Eisenklauenerz auch hier aufpassen. Ne? Hier ist Schnäppchen jetzt, nicht einstellen. Hier stelle ich mal zu dem Preis ein. 5 Stück, die Mykopracht ist schon weg. Also das funktioniert gut. Dann tun wir noch mal 10 Stück rein. Ja, da müsst ihr wirklich aufpassen mit diesen Schnäppchenpreisen, ja, dass ihr da nicht aus Versehen billig einstellt. Das geht gut weg hier. Dann machen wir mal ein 50er Stack. So, dann schauen wir mal hier der schimmernde Splitter. Hier muss ich auch schnell nachschauen. Schimmernder Splitter, der ist auf 78. Da musste ich auch ein bisschen teurer einkaufen. Ja, den habe ich mal auch sehr, sehr günstig gekauft. Aber jetzt musste ich die Einkaufspreise anheben. Für 78 gekauft, für kaufen für, ja, ich habe halt für 157 eingekauft. Wobei, ist egal. Kann ich schon einstellen, ja. Stelle ich mal ein, schau mal in die Preisentwicklung. Das ist ein guter Preis. Auf 190 geht es maximal rauf. Ich habe 6 Stück. Das sage ich mal so, ich stelle einmal locker ein bisschen was ein und heb mir aber noch was auf, ja. Mykopracht wurde verkauft, alle 50. Ja, tatsächlich. Alle 50 Stück weg. Dann probieren wir doch mal den Preis und schauen, ob da auch was geht. Machen wir aber mal nur 20. Nicht, dass mir alles abläuft. Der schimmernde Splitter ist auch schon weg. Einer noch und dann reicht es, dann den Rest hebe ich mir auf. Dann schauen wir hier Schlummerseelenserum auf 140. 19,8 ist da mein Einkaufspreis. Den habe ich ein bisschen nach oben schieben müssen. Der war schon sehr viel günstiger noch. Wann habe ich das teuerste gekauft? Kaufen für 69. Wo sind wir jetzt? Beim Schlummerseelenserum. Oh ja. Für 69 habe ich gekauft. Ja, da kann ich jetzt schön einstellen. Wie viel habe ich? Oh, ich habe viele. Das ist sehr schön. Das freut mich jetzt sehr. Da kann ich schön einstellen. Mein Durchschnittsverkaufspreis ist 82, ja. Also das ist richtig gut heute hier. Dann haben wir noch den sonnenlosen Panzer. Wie schaut es denn mit dem aus? Ja, das Ding ist, wenn man die Sachen auf verschiedene Qualitätsstufen hat, dann hat man halt die Preise nicht so im Kopf, ja, weil es ist immer das gleiche Item, aber drei Qualitätsstufen, da schaue ich lieber nach, bevor ich jetzt durcheinander komme und aus Versehen den Einkaufspreis für Bronze hier bei Silber im Kopf habe und viel zu billig verkauft. Hier habe ich sehr teuer einkaufen müssen, das war der Anfang, ja, für 216 und mittlerweile auf 138 gedrückt den Preis. Also es geht hier immer weiter runter und er kostet heute 146. Ja, da kann ich noch nicht mitmachen. Das ist noch zu wenig Preisdifferenz. Dann haben wir den Sturmstaub. Den habe ich gekauft für 56. Der ist jetzt auf 59. Also da geht in letzter Zeit auch echt wenig im Preis. Der ist immer ungefähr gleich, wie ihr seht. Hier war es mal ein bisschen mehr, aber da war mein Einkaufspreis auch noch höher, glaube ich, ja. Also hier geht nicht so arg viel. Hier, das ist aber schon eine Weile her, dass der so teuer war. Okay, machen wir weiter. Also hier geht auch nichts. Jetzt kommen hier die Rune auf 1500. Die habe ich eingekauft für 758. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen höher schon. Da musste ich ein bisschen teurer nachkaufen, 8,16. Da habe ich mal eins auch ein paar kaufen müssen für 1300, ja. Aber ihr seht, auf die Menge gesehen ist es wieder egal, es relativiert sich. 1500 ist ein guter Verkaufspreis, liegt über meinem Durchschnittsverkaufspreis. Da stelle ich ein. Das seht ihr auch in der Preisentwicklung, dass das ein echt guter Preis ist. Also eins rein. Und dann haben wir noch die Verträge, die sind gestern enorm angestiegen. Ja, das Ding hier habe ich für 3,1 gekauft. Da kann ich auch schon einstellen. Wo haben wir es denn? Arati. Genau. Für 3,1, das passt. Dann haben wir hier Konvent der Tiefen. 2,2. Da habe ich für 1, für 1000. Ah ja, da habe ich aber keinen mehr, ne? Doch, zwei habe ich noch. Konvent der Tiefen. Da schaue ich aber lieber noch schnell nach. Vertrag. Ah, nee, so wird es nichts.
Müssen wir so nachschauen. Konvent der Tiefen. 1,1. Ja, genau. Gut, dann kann ich einstellen. Ne? 1000 Gold Gewinn pro Stück. Dann haben wir als nächstes die durchtrennten Fäden. Die habe ich wohl für 1000 gekauft. Schauen wir aber mal schnell nach. Nicht, dass ich da teuer nachgekauft habe. Nee, für 1000. Durchtrennte Fäden. Ah, da habe ich aber nichts mehr. Okay, Pech gehabt. Und dann haben wir noch den Rat von Dornogal. Da habe ich noch zwei. Also könnte ich eins noch verkaufen. Für 3100 eingekauft. Da habe ich ein bisschen meine Preise nach oben schrauben müssen. Und kostet 3800. Naja, 200 Gold gehen weg. Sind wir bei 3600 ungefähr. Passt schon immer noch 500 Gold Gewinn pro Stück. Aber ich habe den. Na doch, das ist eigentlich gar nicht. Ja, gestern war der aber teurer drin. Gestern war der teurer drin. Ja, auf 4,6. Ne, dann behalte ich den. Arati. Arati ist heute gut. Ja. Ne, den behalte man dann. So, das war's mit diesem Char. Fertig, ja. Herr Flask, immer noch nichts. Keine Chance. Ey, warum läufst du rückwärts? Da nehme ich jetzt auch mal die gekauften Sachen noch raus. Und dann logge ich um. Und wir gehen auf den letzten Char. Den Alinena. Den Alinena. Die Alinena, ja. Der Char. Das Alinena. So. Und hier schauen wir jetzt auch nochmal, was da geht heute. Wir gucken erstmal auf die Einnahmen und dann auch ins Auktionshaus rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist fast mein Lieblingstrader im Moment, weil die Sachen halt so günstig sind und so schön teuer rausgehen. Und der Jäger ist gleich an zweiter Stelle. Und beim Haupttrader, das macht gerade weniger Spaß, weil die Sachen so teuer sind und keine schönen Preisdifferenzen drin sind, ja. Also hier haben wir heute 8900. Damit ist der Char an Platz 3. Platz 1 mit den meisten Einnahmen heute mein Todesritter mit den Handwerkswaren auf Stufe Gold und noch ein bisschen anderen Buffhut. Platz Nummer 2 hat der Jäger mit den Handwerkswaren und Raid Buff Sachen. Flask und so auf Stufe Silber und der hier auf Bronze hat Platz 3 und der Haupttrader hat am wenigsten Einnahmen, ja, deswegen macht mir gerade der hier mehr Spaß eigentlich und der Jäger hier, da habe ich auch Nebengeschäft mit Pets und Rezepte, da geht halt auch immer mal was, ja, was ist da jetzt? Ach so, das habe ich mir mit meinem anderen Char rübergesendet, genau. Okay, also hier sehen wir jetzt die verkauften Sachen. Hier Runen habe ich schön verkauft. Ja, die waren ja ganz teuer gestern und habe sie ja voll billig eingekauft. Glänzende Kristall und hier auch so Verträge, also alles auch so ein bisschen. Und hier ein Pad auch noch, ja, also das passt schon. Gesamteinnahmen heute sind ungefähr 30, 40, ja, so circa an die 50.000. Für Mittwoch echt schlecht, ja. Richtig schlecht für Mittwoch, aber gut, kann man nichts machen. Dann schauen wir mal, wie es hier ausschaut heute. So, auch hier nehmen wir wieder TSM mit dazu und gucken ein bisschen so auf die Ausgaben. Hier ist überhaupt nichts im Dealfinder gerade. Mich interessieren erstmal die Flask. Auch hier habe ich halt schon ewig nichts mehr. Ja, und auch hier kannst du nichts nachkaufen. Für 150, zwischen 150 und 200 eingekauft. Verkauft für, ja, so zwischen 300 und 500 und die Preise sinken einfach nicht. Es ist nichts zu machen hier, ja. Keine Chance. Auch nicht auf Bronze. Okay, schauen wir uns den Rest an. Hier ist wieder das Schnäppchenmarktspiel mit Bismut. Ja, also hier ist genau dasselbe, ja. Gehen wir es drei nach durch. Haltung auf 25. Der liegt ein bisschen, ja, den kann man ein bisschen verkaufen. Ich habe gekauft für 20. Macht man halt hier auch nicht so viel Gewinn, ja, ein Gold geht weg, mache ich 4 Gold Gewinn pro Stück, habe aber nicht mehr so arg viel, also hebe ich die ein bisschen auf, aber mich freut es ja, dass jetzt hier mit den Heil- und Mana-Tränken endlich auch mal was geht, wie man sieht, ist es auch ein echt guter Preis für, was ansonsten dieses Ding so kostet, ja, aber ich behalte die mal, es sind immer viele, vielleicht geht es später nochmal rauf, noch mehr rauf. Der Mana-Trank ist auf 27, den habe ich für 21 gekauft. Da habe ich auch sehr viele, deswegen stelle ich da auch ein. Auch hier in der Preisentwicklung seht ihr, dass es echt ein Top-Verkaufspreis ist.
Das finde ich richtig gut. Hier nehme ich mir jetzt mal den Preis und stelle da mal 5 ein. Da habe ich ja genug, ne? Dann haben wir Bismut. Ja, komm, Schnäppchenspiel. Was ist der reguläre Preis? 38 Gold. Das ist auch mega. Da habe ich nämlich für 25 eingekauft. Da können wir mal schnell gucken, ob ich da schon was gesenkt habe. Nö. Also Bismut können wir auch einstellen. Allerdings habe ich hier auch gar nicht mehr viele. Und ich weiß, dass ich es auch schon ein bisschen teurer verkauft habe, aber das passt schon. Stellen wir einfach mal 2 ein, aber hier auch aufpassen, dass ihr nicht diese Schnäppchenpreise erwischt. Was ist jetzt hier los? Jetzt ist es gesunken oder was? Dann nehmen wir einfach den Preis hier, 39, und tun mal 2 rein. Können wir mal gucken, ob wir ein bisschen was im Schnäppchenspiel ergattern können. Nee, da ist er jetzt schnell beim Bismut, ja. Na komm, 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 komm. Da ist er jetzt. Ah, so langsam. Jetzt hat er schon 3 Kaffee getrunken. Jetzt ist er schneller. Sonnenloser Panzer und glänzende Splitter sind im Angebot. Ja, das ist sehr günstig. 20 pro Stück. Das ist super günstig. Und der glänzende Kristall auf 44, der ist auch sehr günstig. Da nehmen wir auch mal noch ein paar, um einfach die Preise zu drücken. So, was haben wir noch so? Ah, nochmal hier sonnenloser Panzer drin. Versucht da etwa auch jemand die Preise zu drücken? Spielen wir jetzt ein Schnäppchenspiel auch mit diesem Item? Ich weiß nicht. Schauen wir weiter. Eisenklauen Erz, 28. Ja, das habe ich gekauft für 12, wenn mich nicht alles täuscht. Eisenklauen Erz auf Bronze. Ah ja, ist ein bisschen gestiegen, ja, auf 13. Aber das ist ja nicht die Welt, gell? 13,1. Also da kann man doch auch was verkaufen. Da habe ich auch ziemlich viele. Da mache ich einen schönen Gewinn, ja. Also man muss wirklich nur Geduld haben. Es geht schon irgendwann das Zeug weg. Wenn man verzweifelt, weil man so viel eingekauft hat, die Preise nicht raufgehen, ja, und man denkt, oh Gott, das ganze Gold ist für... Aber nee, man muss einfach nur Geduld haben. Fassbier auf 25. Das ist doch auch mal gar nicht so schlecht. Das habe ich nämlich für unter 10 Gold gekauft. Ja, für 9,8. Und es ist jetzt endlich mal ein bisschen angestiegen. Ich habe ja auch so viele eben gekauft. Das ist genau dasselbe, ja. Nicht verzweifeln. Es geht schon irgendwann hoch. Hier könnte man ja sogar theoretisch pushen, wenn man wollte. Aber das ist ja auch schon ein guter Preis. Da stelle ich doch gleich mal 5 rein. Das freut mich jetzt auch. Wenn man pushen wollen würde, müsste man das alles kaufen. Also es ist schon wegen was, ja. Lohnt sich nicht, würde ich sagen, weil 25 ist ja auch super. Es war ja permanent drin für unter 10 Gold. Da hat man echt genug kaufen können. Also ich habe 1300. Da würde ich jetzt das einfach den Preis mitnehmen. Ja, die Flask haben wir gerade schon geguckt. Der gemäßigte Trank, da muss ich mal nachschauen. Gemäßigter Trank auf Bronze. Wo bist du? Wo bist du denn? Find's nicht da. 51 Gold. Wie viel haben wir denn da? Nix. Ja, da konnte ich nichts mehr nachkaufen. Hier muss ich teurer einkaufen jetzt, ja. Der ist extrem gestiegen im Preis. Schauen wir mal in die Preisentwicklung, dann sehe ich, für welchen Preis ich einkaufen kann. Oh, da hätte ich gestern kaufen müssen, aber 99 war halt auch so viel. Vor allem, wenn mein Durchschnittseinkaufspreis so billig war. Naja, kannst nichts machen, muss man ein bisschen teurer jetzt einkaufen. Okay, glänzender Kristall, da waren wir gerade schon. Mykoprakt, ja, da ist auch das lustige Spiel. Habe ich eigentlich da was zum Einstellen? Ja, da kann ich auch einstellen. Ich habe für 13 gekauft, habe aber nicht mehr so viele. Schauen wir mal weiter. Schimmernder Splitter. Schimmernder Splitter auf Bronze. 152. Ah ja, okay, da kann ich nichts machen. Schlummerseelenserum ist auf 9, das ist auch nicht viel. Schlummerseelenserum. Habe ich gekauft, ja, das ist genau mein Durchschnittseinkaufspreis. Da habe ich auch ganz viele, über 2000. Ja, da ist bis jetzt auch nichts gegangen mit dem Ding. Ein paar habe ich mal verkauft fürs Doppelte, Dreifache, aber naja, muss man abwarten. Sonnenloser Panzer, den haben wir gerade schon, da habe ich Preis gedrückt. Sturmstopp auf 54, der liegt 4 Gold über meinem Einkaufspreis, ist zu wenig. So, jetzt die Rune für 400, ich habe eingekauft für 80, ja. Da kann ich immer einstellen eigentlich. Und zwar in rauen Mengen, weil ich ganz viel habe und ganz billig gekauft habe. Arati, boah, da habe ich 65 Stück
voll günstig gekauft für 1400. Schaut mal, ist das cool oder ist das cool? Ja, okay, gut. Die Verträge sind alle mega gut. Ja, da muss ich jetzt wirklich ran. Das macht jetzt richtig Spaß, hier zu verkaufen. Für 1400 eingekauft, ja, und für mega teuer. Also, das ist jetzt mal richtig. Hier, schaut euch das an. Für 1400, ich verkaufe für 9500. Da bin ich jetzt mit Freude dabei. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß, viel Erfolg und morgen sehen wir uns live auf Twitch, 10 Uhr in der Früh. Ich freue mich drauf mit neuen Listen und Tabellen und Preisen. Bis morgen. Tschüss.